Servus, hallo. Ich bin seit einer Weile mal wieder in den Schwarzwald gefahren. Einfach spontan hier in Nordschwarzwald auf irgendeinen Parkplatz gestellt. Und war davor in einem Gebiet, wo so ein Nationalpark war. Habe ich nicht gewusst, habe ich dann Schilder gesehen. Bin ich wieder zurück ans Auto, bin ein Tal weiter gefahren, wo kein Nationalpark ist. Und ich laufe jetzt einfach drauf los, guck mal, ob ich irgendwo einen Platz finde. Jetzt ist es ja noch früh, ich bin früh los und laufe jetzt einfach hier den Weg entlang. Und wo es mir gefällt, da bleibe ich dann einfach. Ich wusste gar nicht, was mich so wettertechnisch erwartet. Wir haben gesagt, heute ist schönes Wetter. Das stimmt auch, es ist traumhaftes Wetter. Und ich wusste aber nicht, ist hier noch Schneereste, ist ja schon alles weggetaut. Heute Nacht haben sie 3 Grad gemeldet, aber wie es halt oben auf dem Berg ist, da kann es auch kühler sein. Also ich habe sicherheitshalber meine Winterausrüstung mal dabei. Mittlerweile habe ich nur noch ein T-Shirt an, also es ist total warm. Heute Nacht wird es bestimmt trotzdem kalt, aber dass es heute tagsüber so warm wird, da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Jetzt mache ich erstmal Mittagspause und esse eine Kleinigkeit. Es ist wunderschön ruhig hier. Jetzt, wenn der Frühling kommt, dann riecht der Wald so richtig. Er hat so einen süßen Duft von den Nadelbäumen. Und es ist richtig schön. Ich habe jetzt hier so einen Bergrücken ausfindig gemacht mit dem GPS, wo wenig Wanderwege sind. Und ich verlasse jetzt den Weg und gehe jetzt hier den Hang hoch und gucke mal, was da oben für schöne Plätze sind. Jetzt bin ich hier oben angekommen. Ein richtig schöner Platz hier, so ein bisschen Wiese und man kann auch zwischen den Bäumen runter gucken. Ja, und was ist hier? Ein riesiger Hochsitz mit blauen Anfütterungsfässern und alles, was man so zum Jagen braucht. Also hier kann man wohl nicht hingehen über Nacht. Dadurch, dass hier viel Jagdbetrieb ist, und scheinbar die Wildschweine auch angefüttert werden, ist hier unheimlich viel Wildschweingewühle. Ist der Wahnsinn. Hier sind lauter Steine im Boden und die haben das alles umgewühlt. Sieht aus, als wäre ein Bagger durchgefahren. Hier sind so viele Steine in der Landschaft, da haben es die Wildschweine nicht so einfach. An die Würmer und an die Erde ranzukommen. Ich habe irgendwie eine Begabung dafür, immer die Plätze zu finden, wo die Wildschweine sich besonders wohlfühlen.
Naja, ich laufe noch ein Stückchen weiter. Hier oben ist eh zu viel Jagdbetrieb. Mal gucken, ob ich auf der nächsten Bergkuppe was Schönes finde. Ganz schön steiler Berg hier. Ich bin jetzt so ein paar Berggipfel abgegangen, habe mir die mal angeguckt. Aber so langsam, also hier suche ich mir jetzt auf jeden Fall einen Platz, weil sonst wird alles wieder zu spät. Außerdem fängt mein Knie an zu zwicken. Der Meniskus zwickt ab und zu, wenn er zu überlastet wird. Und also wenn ich da oben bin, dann suche ich mir da einen Platz, egal wie. Tja, mittlerweile tut mir mein Knie so weh, dass ich schon noch ganz langsam laufen kann. Und mich entschlossen habe, zurück Richtung Auto zu laufen, weil ich muss morgen alles wieder zurücklaufen und weiß nicht, wie sich das morgen verhält. Tja, und dann habe ich entschlossen, wenn ich es schaffe, bis ans Auto zu laufen, heute Abend heimzufahren und ja, leider zu Hause zu übernachten. Die Sonne geht gerade unter und ich habe mich jetzt entschlossen, einfach hier an dem Aussichtspunkt, ist zwar direkt am Weg, aber hier ist eine schöne gerade Fläche und hier werde ich meinen Biwaksack aufbauen, werde die Nacht hier verbringen und morgen früh ausgeruht und ausgeschlafen die letzten Meter ans Auto laufen. Ist schon noch ein Stück zu laufen, da will ich jetzt in die Dunkelheit kommen. Ja, und ich will meine Knie nicht ganz strapazieren. Und dann lege ich mich einfach hier hin. Und morgen früh laufe ich den Rest.
Ich liege jetzt in meinem Biwaksack und es ist jetzt 9:45 und ich werde mich jetzt schlafen legen. Ich bin auch ziemlich K.O. und ich hoffe, dass morgen früh mein Knie wieder besser ist und ich die letzten Kilometer ohne Probleme laufen kann. Wenn ich es heute noch gelaufen wäre, dann wäre das eine ziemliche Quälerei gewesen. Dann wird es dunkel und ich lege mich einfach hier an den Weg und schlafe mich aus und morgen laufe ich den Rest zurück. Gut, dann sage ich mal gute Nacht, bis morgen früh. Guten Morgen. Ich habe Nacht richtig gut geschlafen. War super warm gewesen. Aber mein Knie tut immer noch weh. Ist leider nicht weggegangen. Und das heißt, ich werde jetzt zusammenpacken, meinen Kaffee noch leer trinken und dann ganz langsam gemütlich ans Auto laufen. Ja. Gute Nacht. War es doch Frost gewesen und der Rucksack war vereist obendrauf. Der Biwaksack hat außen Reif gekriegt und hat auch innen drin Kondenswasser gebildet. Weil es war nicht so kalt, dass es im Biwaksack gefroren ist, aber außen ist es gefroren und dadurch hat es innen Kondenswasser diesmal gegeben. Also es kommt immer auf die klimatischen Bedingungen an, also in dem Biwaksack kann es auch Kondenswasser geben, ist nicht auszuschließen. Aber ich habe schön warm gelegen in meinem Schlafsack. Ja, das GPS hat angezeigt, heute Morgen minus 1 Grad. Vielleicht waren es heute Nacht minus 2. Tja, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.